Unverhofft kommt oft. Und damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Staffel von Raft. Ja, viele von euch haben sicherlich nicht damit gerechnet, inklusive mir, dass es hier auf dem Kanal nochmal eine weitere Staffel Raft geben wird. Ich hatte ja mal gesagt, naja, vielleicht, wenn es nochmal irgendwann ein Update geben sollte, dass wir dann vielleicht nochmal schauen. Und wir haben ja in der letzten Staffel weitestgehend Dinge abgeschlossen, die auch auf dem Storyraft noch offen gewesen sind. Und tatsächlich hat sich in der Zwischenzeit gar nichts mehr getan bei der PC-Version von Raft. Man hat noch mal ein bisschen an der Konsolenversion gefeilt. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile veröffentlicht worden ist. Aber nichtsdestotrotz ist Raft das Spiel, mit dem dieser Kanal im Dezember 2018 wieder durchgestartet ist. Und das Spiel zieht sich wie ein roter Faden auch durch. Und es hat viele interessante Sendungen gegeben. Ich war mit vielen oder durfte mit vielen netten Menschen bei den verschiedensten Sendungen und Folgen unterwegs sein. Und ja, es ist auch einfach immer wieder ein gutes Gefühl, in dem Spiel unterwegs sein. Es weckt immer wieder tolle Erinnerungen und ich hatte mich da auch mal mit der einen oder anderen Person unterhalten und auch mal auf Discord was geschrieben. Und da hat sich rausgestellt, dass der ein oder andere auch nochmal Lust hätte, hier eine Runde Raft zu spielen. Und zwar in der einen oder anderen Ausprägung. Wir reden gleich weiter drüber, aber ich begebe mich jetzt erstmal
auf das Storyraft. So lange ist es her, seit das Raft vor Anker gegangen ist. Ich hoffe, es ist noch da und in ganzen Stücken, aber normalerweise, dank Cloud-Speicherständen und dass es ja hier keine Updates gegeben hat zwischendurch, müsste alles noch da sein und so aussehen wie beim letzten Mal. Es regnet, ganz toller Empfang. Hupe funktioniert noch. So. Lenker funktioniert noch. Alles wunderbar. Ach ja, wir hatten ja hier auch mittlerweile einen elektrischen Anker. So, lass mal gucken, was habe ich denn im Inventar? Ach, ich habe hier so eine. Die hatte ich mir, glaube ich, irgendwann zuletzt noch geholt, weil ich die unbedingt haben wollte. Hier diese Maske, weil die mich nämlich erinnert hat an Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen noch was sagt. Möglicherweise ja, möglicherweise nein. Bevor ich jetzt hier weiterfahre, ach Gott, hier Loot einsammeln. Das kann man ja alles mal machen. So ein bisschen Vorbereitung. Und Vorbereitung auf was? Vorbereitung auf Gäste. Vorbereitung auf Gäste. Ach, Olaf ist auch da. Und Olaf ist scheinbar nicht alleine, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Da ist hier eine ganze Haibande unterwegs. Die werden uns aber nichts tun, denke ich. Gäste deswegen, weil den einen oder anderen reizt es doch, hier auch nochmal zu Besuch zu kommen. Einfach eine Runde gechillt über die Weltmeere zu schippern, ob wir dann vielleicht noch das ein oder andere Ziel ansteuern. Das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Vielleicht bringe ich auch noch mal ein paar Folgen alleine. Je nachdem. Und okay, dafür ist schon wieder das Inventar voll. Es gibt viel, was wir hier machen können. Ich weiß noch nicht ganz genau, was da auf mich zukommt. Vielleicht ist auch mal mehr als ein Gast da. Vielleicht fahren wir auch noch mal eine Special Location an. Vielleicht schippern wir nur auf dem Meer rum. Und vielleicht schaue ich mir auch im Rahmen dieser Staffel noch mal Projekte von anderen Spielern an. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Kann das hier noch nicht ganz genau sagen. Das ist so ein Projekt zum Zeitpunkt, wenn das auf meinem Kanal gezeigt wird, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich das übers ganze Jahr über immer mal etappenweise aufgezeichnet habe. Sozusagen als Bonusprojekt. Aber das tut der Sache ja keinen Abbruch. Und natürlich gilt, sollte es wieder erwarten, nochmal irgendwann ein Update von Raft geben und man die Spielstände weiterspielen können, da bin ich natürlich sofort wieder mit dabei. Wobei ich ja hoffe, dass hier Exolot bzw. Redbeat, die ja gesagt haben, sie möchten das Spiel erstmal weiter fertig entwickeln und die Konsolenversion rausbringen, dass sie vielleicht nochmal was in der Richtung bringen oder ein Raft 2 oder DLC, wie auch immer. Also die Geschichte, wer sie nicht gesehen hat, ich will sie nicht spoilern, bietet durchaus noch Möglichkeiten, da etwas nachzuliefern. Ich packe euch aber auf jeden Fall die Verknüpfungen oder beziehungsweise hier in die Videobeschreibung die Playlist der letzten 5 Staffeln rein. Da habt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge zu gucken. So, jetzt gucken wir erstmal hier Zeug wegsortieren. Dann um Lebensmittel kümmern, mal im Lager gucken. Guck mal, hier ist eine wundervolle Theke entstanden. Das hatte ich mir ja noch gewünscht. Das ist hier reingebaut worden. Ich meine, das Floß wäre jetzt auch soweit fertig. Gut, man könnte dem Ganzen vielleicht noch einen Anstrich geben, wenn man das wollte. Aber ich sag mal so, die letzten Feinarbeiten, wenn gewünscht, würde ich dann den Gästen hier überlassen. Nur die wissen noch gar nichts von ihrem Glück. So, Waffen und Werkzeuge. Nee, warte mal, wir brauchen hier Stromgedöns, haben wir nicht. Pilverchen, Glas, Steine. Weiß gar nicht, was ich im Inventar habe. Ich bin jetzt hier auch, wie gesagt, schon ewig nicht mehr auf dem Raft gewesen. Ich muss mich da jetzt tatsächlich nochmal hier komplett neu orientieren. Glibber und Seetang habe ich nicht dabei. Blätter.
Oh je, Blätter. Gut, ein bisschen Platz haben wir noch. Wobei, ein bisschen was könnte ich ja eigentlich im Inventar behalten. Hier für die Klötzchenpresse. Komm, da können wir ein bisschen was reinschmeißen. Auch ein bisschen Kunststoff noch. Hier die 12 Blätter noch. Und den Kunststoff noch. So, Bolzen, Scharniere, Metall, Kupfer, Schrott. Wo ist denn der Kunststoff geblieben? Möbel. Metall, Kupfer. Ich glaube, die Beschriftungen waren irgendwie noch nicht ganz fertig. Kann es sein? Hinterausgang. Oder war es hier? Sand, Ton, Seile. Hier, Plastik. Plastisch. So, komm, das können wir auch mit unten reinschmeißen. Warte mal, den Schrott. Glas, Sand, Stein. Aber dann mal, wenn wir hier schon Seil haben. Dann können wir das auch noch mit hier reinpacken. Bisschen Holz hier drin lassen. Das können wir noch hier lassen. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Dekoartikel, die wir beim Händler kaufen können. Oder nochmal nach Utopia Planitia. Die hatten ja auch schöne Schmuckstücke. Weiß ich auch nicht, ob wir da alles gekauft haben. Gut, das packen wir jetzt einfach mal im Zweifel da rein. Das muss nicht schön aussehen. So, das Holz. Lass mal überlegen, brauche ich das unten noch zu irgendwas? Ja, zum Kochen, ne? Und Ton. Für Tonschalen. Ja, schon mal ein bisschen was vorbereiten. Dass wir hier nicht irgendwelche Lebensmittelprobleme bekommen. Sand und Ton. So, haben wir noch ein bisschen Ton für Schalen. Das wäre auch nochmal was. Neuen Ton produzieren. Also lass mal gucken. Hier wächst und gedeiht auch alles. Der Anker ist ja nach unten. Ich bin ja noch gar nicht losgefahren. So, Müllwürfel. So, Palmblätter rein da. So, Kunststoff rein da. So, was hat man noch? Die ganzen Blätter wollte ich da reinschmeißen, habe ich gesagt, ne? Ich glaube, ich weiß doch noch ungefähr, wie es funktioniert. Ich habe nicht alles vergessen. So, was wollte ich noch da reinwerfen? Hier ist noch Kunststoff. Güte. So, jetzt ist das Ding voll. Oder können wir gleich zwischendurch nochmal weitermachen. So, die Müllwürfel. Was haben wir denn hier noch? Kartoffeln und Rüben. So, machen jetzt erstmal Tonschalen. Wo sind die denn gewesen? Hier, Behälter. 20, 40. Dann können wir hier nämlich gleich noch ein Süppchen kochen. Und da noch ein bisschen Holz reinlegen. Ich habe unzählige Male muss ich dieses Gericht hier schon gekocht haben. So, noch zwei Kartoffeln. Wo haben wir denn Kartoffeln? Hier sind alles Kartoffeln, die können wir mal einsammeln. So, die werden auch gleich wieder gepflanzt. Ich möchte nur, dass es hier schon mal mit dem Kochen weitergeht. Hier können wir noch Holz reinpacken. So, auf geht's. So, Kartoffeln und Rüben. So, Kartoffeln bitte einmal pflanzen. Also erstmal alle ernten natürlich. Erstmal hier überall nach dem Rechten gucken. Also es muss alles laufen. Zwischendurch muss ich noch nach den Tieren gucken. Und ich glaube, wenn wir dann überall geguckt haben und den ganzen Loot eingesammelt haben, der in den Netzen ist, dann können wir tatsächlich auch mal losfahren. Sind das Rüben? Warum hat die keiner gegossen? Unfassbarer Frevel hier. Wieder pflanzen. Wird es schon wieder Nacht hier.
So, Pflanzen, 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 Pflanzen. So, hier ist schon was gewässert. Ein bisschen was kann ich mir selber in den Kopf kloppen. Noch ein bisschen Suppe dabei. So, und gleich mal wieder alles auffüllen hier. Vorbereitung ist alles. Boah, das Wasser dürfte jetzt schon ordentlich abgestanden sein. So lange, wie ich schon nicht mehr hier war. Naja, passt schon. So, kochen. Ist auch schon wieder fertig. So, Kartoffeln hierher. So, und her mit dem Zeug. Pick-up Gemüsesuppe. Gut. Noch einen Haufen Holz im Inventar. So, das bleibt mal. Kartoffeln. So, wie sieht das hinten bei der Würfelproduktion aus? Können wir da nochmal wieder was reinwerfen? Es ist schon wieder Nacht, ne? Tatsächlich auch schon wieder einiges verarbeitet hier. So, was, wie sieht es denn hier aus? Ein bisschen Guthaben. Ja, ja, ja. Köder. Okay, wir haben einfache Köder, wir haben hochwertige Köder. Da kann man Fischsuppe und alles mögliche vormachen oder auch mal Fisch grillen. Haben wir noch eine Angel hier? Angel, Angel, Angel. Könnte man eigentlich auch mal welche produzieren, ne? So, die Angel. So, braucht Schrott, Bolzen, Seile. Ich mach mal ein paar Angeln. Schrott, Bolzen, Seile. So, Seile. So, Schrott und Bolzen. Jetzt muss ich wirklich gucken. Puh. Bolzen. So ein bisschen Schrott hatte ich ja hier irgendwo reingepackt. Okay, genau an die falsche Stelle. Warte mal, hier, so. Schrott. Schrott. So, und jetzt produzieren wir mal ein paar Angeln. So, da sind noch für Gäste genug Angeln da. Ne? So, Bolzen zurück. Bolzen, Bolzen, Bolzen zurück. Seil zurück, das war da vorne. So, noch will ich nicht angeln. Aber zumindest ist dann das schon mal vorbereitet. So, wir können hier alle Angeln hier reinpacken. Bis auf eine. Zwei. Drei, vier, fünf. Wo ist die sechste? Ich hatte gar keine sechste, ne? So, dann bleibt die eine hier. Das Piep-Piep-Gerät kommt da rein. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die einfachen Angelköder. Weil die kann ich dann schön grillen, die Fische, die da rauskommen. Obwohl, warte mal, mit den einfachen Angelködern, ich brauche ja gar keine Angelköder. Das sind ja sowieso nur die Sachen, die da rauskommen, die beim Händler verkauft werden, ne? Alles gut. Aber mal einen schönen Dreispitz-Piratenhut könnte ich mal anziehen. Das sieht doch gleich wieder besser aus, glaube ich. Ja? So, dann können wir den anderen Klimbim nämlich... Den anderen Klimbim hier, hier, hier. Oh, hier. Doch, hier auch eine eigene Kiste. Da reinpacken. Kompass. Brauchen wir gerade auch nicht unbedingt. Das haben wir auch ewig überlegt. Dann benutzen wir das mal, um uns gegenseitig irgendwo wiederzufinden, wenn dann jeder einen Kompass hat.
aber auch irgendwie nie gemacht. Gut, ich würde sagen, die ersten Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ja, da ist aber natürlich noch mehr zu machen und zu gucken, bevor hier die ersten Gäste an Bord kommen. Und ich sag mal, gute Nacht und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.